Willkommen, liebe Freunde des Let's Plays! Ich habe schon ein paar Tage nichts mehr von mir hören lassen. Das lag daran, dass ich mich zurückverliebt habe in ein Spiel von früher. Was soll es auch sonst sein? Kommt da bei mir öfter vor. Nein, aber ich bin zufällig auf einen Let's Player gestoßen, der Thief 1, 2, 3, die drei Spiele Let's Play, und der macht das auf so eine geniale Art und Weise, dass er meine Liebe für dieses Spiel wieder erweckt hat. Ich besitze dieses Spiel bestimmt schon seit 10 Jahren, hab's aber auch bestimmt schon so lange nicht mehr gespielt und bin damals auch nicht echt weit gekommen als Kind. Das Spiel war so hart für mich und jetzt habe ich wieder so richtig Bock drauf bekommen und finde, das Spiel wäre so genial und alles, und ich muss ein Let's Player zu machen. Und es gab ein paar Hürden, die die Spieler-Engine und die Grafik in Bezug aufs Aufnehmen mir in den Weg geworfen hat. Aber unter anderem dank einer super Community, dank diesen freundlichen Let's Player, von dem ich gerade sprach, dem ich angeschrieben habe, der mir mal eben die Lösung präsentiert hat. Hammer, ich kann es euch jetzt zeigen, ich freue mich riesig drauf. Denn wir spielen Dark Project, der Meisterdieb, oder im Original Thief. Oh, das ist toll. Und das Beste ist, ich habe es ja damals, glaube ich, ins vierte oder fünfte Level geschafft. Und ja, das Spiel hat so 14 Level oder so, also ich habe es nicht im Ansatz geschafft. Und ich werde versuchen, dieses Spiel auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad mit euch zu spielen. Experte. Was das noch so für Auswirkungen hat, außer dass es total wahnsinnig ist und es mir vielleicht nicht gelingen wird, dann switche ich einfach zu leichteren Schwierigkeitsgraden. Das werde ich euch noch erzählen. Und wir fangen jetzt einfach mal an und spielen auf Experte. Und wir fangen das Training an, denn es ist für die Story nicht ganz unwichtig. Und vorher genieße ich noch eine Cutscene und ich fange dann mal an hier. Als Laufbursche unterwegs erleichterte ich anderen Leuten die Taschen, um ab und zu etwas zum Beißen zu haben. Eines Nachts sah ich einen Mann. Die Leute gingen an ihm vorbei, als sei er nicht da. Er besaß bestimmt etwas Wertvolles, also schlich ich mich an und griff zu. Hey, das ist nichts für dich. Bitte, Herr, ich habe Hunger. Sag den Hamariten nichts. Ich verspreche. Wie heißt du, Junge? Garrett. Du hast Talent, Knabe. Lasst mich los, alter Mann! Einen Hüter zu sehen ist nicht leicht. Vor allem einem, der unbemerkt bleiben will. Wir brauchen Menschen, die so begabt sind wie du. Wenn du mit deinem bisherigen Leben unzufrieden bist, komm zu uns. Wir werden dir einen anderen Weg zeigen. Lasst mich in Ruhe! Wie du es wünschst. Ich holte ihn gerade noch ein, bevor er in der Menge verschwand. Es war der Anfang einer sehr langen Ausbildung. So, ja, die Hüter, der Hüter, der uns gerade auf der Straße angelabert hat, die werden uns jetzt erstmal ausbilden in der Trainingsmission. Das ist die einzige Mission, wo der Schwierigkeitsgrad scheißegal ist, ändert nichts und wir fangen einfach mal an. Jeha! Ah, ich freue mich. Willkommen, Garrett. Ich werde dich in diesen Räumen in die Kunst des Überlebens einweisen. Bitte bleib am Eingang jedes Saales stehen, während ich dessen Zweck erkläre. Wenn du mit den Übungen anfangen möchtest, geh diesen Gang entlang zum ersten Raum. So, dann gehen wir da mal lang. Wuhu! Ja, das Spiel ist von 2002 oder weiß ich wann, von wann. Man sieht es ihm natürlich an. Aber ihr werdet merken, was für eine unglaubliche Atmosphäre in diesem Spiel steckt. Du musst lernen, wie man sich bewegt, ohne gesehen zu werden. Bleib im Schatten und meide das Licht. Die Anzeige im Bild verdeutlicht, wie sichtbar du bist. Versuche ungesehen auf die Plattform zu gelangen. Ihr seht unten in der Mitte des Bildschirms diesen Lichtkristall. So wie er jetzt ist, total schwarz, sind wir absolut unsichtbar. Und das ändert sich je nachdem, wo wir lang gehen, wie wir uns bewegen und wie hell der Teil des Bildschirms ist, der Teil der Welt, wo wir uns befinden. Übrigens hat Thief
mit unter anderem das Stealth-Genre mitbegründet. Also ohne dieses Spiel gäbe es heute vielleicht kein Splinter Cell und weiß ich was. Und wir schleichen uns mal durch die Schatten. Oh yeah. Du wirst mich gar nicht sehen. Buh. Gut gemacht. Ich habe dich nicht kommen sehen. Öffne diese Tür, um fortzufahren. Mach ich. Wenn die Tür ungefähr in der Mitte des Bildschirms ist, wird sie heller. So erkennst du, dass sie gewählt wurde. Benutze gewählte Türen und andere Objekte, um etwas mit ihnen zu tun. So, schauen wir mal auf die Karte. Gut. Wurde ja gerade eingeblendet. Dann könnt ihr euch gewöhnen, die Karten werden immer recht grob sein. Aber dazu werde ich noch mehr sagen. Und wo wir sind, ist immer der blaue Bereich. Und ja, ist jetzt aber hier nicht so wichtig. Geh den Gang hinunter zur nächsten Übung. Jetzt musst du lernen, dich leise zu bewegen. Manche Böden hallen lauter als andere. Schnelle Bewegungen verursachen mehr Lärm als langsame. Hör auf deine Schritte, um einzuschätzen, wie laut du bist. Dein Ausbilder ist dir abgewandt. Versuche, auf die Plattform zu gelangen, ohne dass er dich hört. Ja, das hier ist Teppich, wo ich jetzt drauf laufe. Da bin ich ziemlich leise drauf und das hier ist so Metallboden. Da macht es Klong Klong, wenn wir darauf laufen. Und da werden wir schon mal auf dem Teppich rumschleichen. Können sogar ein bisschen spurten, da hört er uns trotzdem nicht. Und es gibt sogar eine indirekte Methode, auf diesen solchen Materialien hier total still sich zu bewegen. Ja, da werde ich euch auch später noch was zu zeigen. Ihr merkt schon, ich bin voll euphorisch. Ha, ich freue mich. Ausgezeichnet. Ich habe nicht gehört, wie du den Raum durchquert hast. Hinter dieser Tür liegt ein Gang, der zu deiner nächsten Übung führt. Yeah, mehr Übungen. Hui! Dumm-di-dumm. Hol jetzt deine Waffen. Um Objekte aufzunehmen, wählst du sie, indem du sie im Bild zentrierst, bis sie heller werden. Wähle jetzt deine Waffe. Versuch erst dein Schwert und dann deinen Bogen zur Hand zu nehmen. Du kannst sie jederzeit wegstecken, um die Hände frei zu bekommen. Jetzt werden wir auf dem Hof das Zielschießen üben. Nimm deinen Bogen zur Hand, leg einen Pfeil ein und zieh die Sehne an, indem du die Angriffstaste gedrückt hältst. Zieh die Sehne bis an den Anschlag, um deinem Schuss die volle Kraft zu verleihen. Peile dein Ziel an. Wenn du soweit bist, lass die Angriffstaste los. Versuch, eines der Ziele zu treffen. Prima Schuss. Du kannst gerne weiter üben. Wenn du die nächste Lektion beginnen möchtest, geh zur Übungspuppe und nimm dein Schwert zur Hand. Ja, das Schießen in dem Spiel ist auch ziemlich cool. Es gibt nicht direkt ein Fadenkreuz, sondern halt diesen Bereich, der an dem Bogen geklebt ist. Und je nachdem, wie weit das hier weg ist, muss man ungefähr einschätzen dann die Flugbahn und wie der Pfeil so treffen kann oder auch nicht. Ist auch immer eine Herausforderung, man ist nie sicher, dass man trifft, weil die Ziele ja immer anders weit weg sind. Schwing dein Schwert mit der Angriffstaste. Mit kurzem Druck auf die Taste führst du einen Schwertstreich aus. Führe die Schwertspitze zur linken des Ziels, um einen Linksstreich auszuführen, und zur rechten, um einen Rechtsstreich auszuführen. Halte die Angriffstaste gedrückt und lasse wieder los, wenn du dein Schwert zum Zuschlagen über den Kopf führen möchtest. Trainiere beide Schwertstreiche und den über den Kopf ausgeholten Schlag an der Übungspuppe. Hör auf, mir dazwischen zu labern, du scheiß Ausbilder. Nein, was würde ich sagen? Ja, das Bogenschießen ist jedenfalls, macht Spaß und ist nicht immer todsicher, dass man trifft und ist daher immer so eine kleine Herausforderung. Und jetzt hauen wir mal auf die Puppe. Einmal links, einmal rechts und auf die Börner. Bäm. Gut ausgeführt. Jetzt wird es Zeit, mit einem lebenden Gegner zu üben. Betritt den gepflasterten Trainingsbereich, um gegen deinen Partner anzutreten. Fight! Kämpfen werden wir aber oft vermeiden in dem Spiel, oder es jedenfalls versuchen, denn auf Experte können wir meist gar keinen töten und müssen einfach wegrennen oder in den Schatten bleiben. Denn darum geht's bei dem Spiel. Bäm! Komm her! Du kriegst mich nicht! Ach, scheiße! Wir sind jetzt aber unverwundbar, weil es Training ist, sonst wären wir schon tot. Auf Experte. Gut gemacht. Du kannst gerne weiter üben. Wenn du fertig bist, verlass den Trainingsbereich einfach. Schnell, jetzt müssen wir ganz schnell sein. Heute hast du genug geübt. Bitte geh zum Tisch hinüber. Schnell! Garrett, möchtest du eine Erfrischung, bevor wir fortfahren? Muss ich mich beeilen. Schnell! Bitte nimm alle Gegenstände vom Tisch. Hier gibt es nämlich ein kleines Easter Egg. Wenn ich den Schlüssel nehme und ganz schnell
Ja, mach auf! Schnell! Yay, Basketball! Woo! Die Rolle nehmen wir auch noch mit und hauen ganz schnell ab. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Hoffentlich ist die Tür noch nicht zu, denn die geht nämlich zu hier. Ach, scheiße. Ja, jedenfalls auf dieser Deckenrolle stehen so ein paar Notizen von den Entwicklern, so ein paar lustige Sprüche, die sie bei der Entwicklung rausgegeben haben. Hm, ich könnte etwas Paprika gebrauchen. Paprika, das glückliche Gewürz. Ja, ganz witzig. Könnt ihr euch ja mal durchlesen, anhalten, wenn ihr wollt. Ist natürlich auf Englisch, wurde nicht übersetzt. Aber ich muss jetzt leider laden, denn die Tür geht nämlich zu. Bitte nimm alle Gegenstände vom Tisch auf. Geh durch, los. Die geht nämlich zu hier. Da geht eigentlich nur die Wache rein und man soll da gar nicht rein. Egal. Habe ich euch dieses kleine Easter Egg noch gezeigt? Oh, ein Apfel. Lecker. Durchlaufe dein Inventar, um zu sehen, was du alles in den Taschen mitführst. Wenn ein Objekt angezeigt wird, kannst du es benutzen. Iss vielleicht eine Kleinigkeit, bevor es weitergeht. Die nächste Übung wartet hinter der Metalltür. Gut so. Geh jetzt den Korridor entlang zur nächsten Lektion. Ja, er hat mir jetzt halt noch erzählt, wie ich Schlüssel benutze und so. Das weiß ich ja schon. Kann das Ganze ein bisschen beschleunigen hier. Jetzt lernst du neue Arten der Fortbewegung. Erklimm als erstes das Seil, indem du darauf springst. Beweg dich beim Hoch- und Hinunterblicken, um am Seil hinauf und hinab zu klettern. Dreh dich, um deine Blickrichtung zu ändern. Wenn du erneut springst, lässt du das Seil los. Klettere jetzt am Seil hinauf, um auf die Plattform zu gelangen. Gut gemacht. Lauf und spring über den Abgrund zum anderen Flussufer hinüber. Guter Sprung. Über dieses Hindernis kannst du leicht hinüberklettern, wenn du weißt wie. Geh zuerst dicht an die Wand. Spring dann, um die Kante der Mauer zu greifen und zieh dich hoch. Gut gemacht. Ich bin mit deinem Fortschritt sehr zufrieden. Du hast die letzte Übung heute erfolgreich abgeschlossen. Du kannst gerne noch hierbleiben, um das Klettern und Springen, Schwimmen, Ducken, Anlehnen oder Kriechen zu üben. Wenn du fertig bist, tritt durch die rote Tür, um in dein Quartier zurückzukehren. Mach's gut. So, und jetzt lassen wir noch was mitgehen. Die Hüte bildeten mich aus, um eine der ihren zu werden. Aber ich fand eine andere Verwendung für meine Fertigkeiten. Habe ich mal eben diesen kleinen Goldkelch noch mitgehen lassen. Der wird uns nämlich bei der ersten richtigen Mission jetzt noch einen kleinen Geldbonus geben. Aber das seht ihr gleich, was ich meine. Erstmal genießt ihr einfach mal die nächste Cutscene. Viel Spaß!